Gut, dann ist Kiaras durch mit Aktion Position. Hatte Isarun noch eine Aktion? Ja, ne? Ja, ich habe eine Aktion für den Blitz. Die andere würde ich gern für Aktion Position verwenden und neben Kiaras treten. Boltax. Weiter Ich hatte vorziehen? doch beide Aktionen aufgebraucht zum Für Zaubern, den oder? Silenzium. Okay, dann kommt jetzt. Die Gastgeber sind alle auf Inni 0. Die haben von Isarun 20 verloren. Ja, die sind eigentlich. Jetzt sind sie ja, wie gesagt, jetzt sind sie alle weg. Die Ferkiner würden gleich gerne Sturm angreifen. Genau, erleuchtete. Der Erwählte fängt an, in seine Tasche zu greifen und holt eine Flöte raus. Die anderen schreien, rufen, ihr könnt sie wohl nicht hören, aber ihre Zungen sehen sehr gespalten aus. Dann gibt es einen Sturmangriff und zwar in die Leere. Der trifft wohl Rafim nicht, weil Rafim nicht mehr da ist, aber Boltax steht da. Super. So, Boltax, dann kriegst du einen Sturmangriff von einem Geblitzten, der umgewandelt ist. Ich würfel einfach mal, vielleicht trifft er ja Ja, wenn 14. Das sieht, ich glaube, da muss ich auch nicht rechnen. Bei einer 14 muss ich nicht rechnen. er. Das schafft er nicht. Weil, ja, selbst wenn er eine 20 hat, dann geblitzt, bla. Kann Hat man nicht Abel mir einen rechnen. Passierschlag? Du hast einen Passier. Ja, doch, aber mir auch. Dann durch ich ihn nehmen. Dann Passier schlage ihn. Knapp. Knapp. Ich weiß, es ist nutzlos, wenn man verliert 1w6 Inni. Ja, er bleibt bei der 0. Ja, ich probiere es mit meinem Vulkanglas durch, aber das wird nichts werden. Irritiert mich, dass ihr alle eure Waffen schon. Oh. Du Aber musst kein es ankündigen. kein Patzer. Puh. Aber kann Der man patzen, wenn Erwählte ich da? gibt seinen Schicksalspunkt aus und du würfelst die bestätigte 9 nochmal nach. So, alles Wenn er einen klar. hat, dann darf er das, ja. Okay, dann schauen wir mal. Ja, das ist dann Patzer. Juhu, Patzer-Tabelle. Haben wir auch. Ja. Wer Okay, würfelt? jetzt. Vortags. 2w6, ne? Haben wir auch. Du hast eine Tabelle, nimm dafür Nahkampf-Patzer. Patronen. Die Axt. Ach so, Moment. Dann brauche ich gar nicht. Ja, dann brauche ich gar nicht zu Ach, ich mache würfeln. einfach, ja. Ja, würfel einfach für mich. Doppel 1, Waffe Geht zerbrochen. nicht. Geht nicht, würfel nochmal. Vulkangas durch. Stolpern. Stolpern, du verlierst Initiative. Ja, ich glaube 2 Punkte oder so. Ihr Stück ist, glaube ich, total egal. Ja. Dann gibt es einen Sturmangriff gegen Abelmir. Rafim hat einen Passierschlag. Ja. Da haben wir Mann. Ach, zum Glück hat Abelmir noch eine Aktion. Ja, 6 Punkte Ich kann erschwert parieren, ist. Warte mal, genau. Ist er gerade unter Aufmerksamkeit? Ich glaube nicht. Ja, doch, Aufmerksamkeit hat er trotzdem. Auf da trotzdem. Dann hat Rafim nicht getroffen. Dann würfel ich gerade mal den Sturmangriff, bevor Abel mir pariert. So, jetzt könnte es sich mal lohnen. Also, Sturmangriff Ihre ist Erschwernis mit fürs Umwandeln. plus 4. Plus Wenn er 4 für den 5. Sturmangriff. Wenn Dann er 5 er mehr nochmal hatte, plus 3 eine vom plus Blitz. 4. Ne, plus 3 nach meiner Rechnung. Wenn er ein 5 er mehr hat. Wie sind eine 5 AMR? Was hat das mit der. Achso. Für den Blitz, oder wo bist du Also, gerade? erstmal die Umwandlung. Er muss umwandeln aus einer Paradeaktion, ist eine plus 4. Genau. Dann der Sturmangriff ist nochmal eine plus 4. Genau. Dann ist er bei einer plus 8. Und So, ja. ich habe eine 7 gewürfelt. 7 plus 8 sind 15. Er hat durch den Blitz eine Attacke verloren, Richtig, oder? plus 3 vom Genau. Blitz. Plus 3 vom Blitz. Dann sind wir bei einer 15, sind eine 18. Ja. Die 18 18 sollte er könnte er haben. 18 wird er haben. Als Okay, Ferkinder doch. Leibwächter. 18 plus 7 sind auch 25 bei mir, oder? Ist ja Nee. plus 18, oder? Insgesamt eine 18. Achso, Pariere ja. einfach. Der hat eine Okay. 11er Schwernis. Ich habe trotzdem pariert, wie gesagt, ganz normal. Beim Riesenbeherrschung Sturmangriff. geworfen. Ja, gut. Dann Trotzdem weiß hätte ich er nicht. getroffen. Das ist ein guter Typ. Immerhin. So, dann hast du keinen Passierschlag. Er läuft auf Mendarion. Kann er das mit einer Aktion? Ja, der Raum ist nur Ja, 10 Meter klar, breit. Ja, der klar. Raum ist nicht so groß. Sturmangriff gegen Mendarion. Du hast deinen Bogen. Was macht Also Kiaras mal da? genau. Passierschlag. Passiert stark. Nicht Würfel getroffen. mal. Die 9. Dann wäre er bei Nee. einer 20, die. Oh, gestichen die 20 zu. Könnte er haben. Eigentlich schon. Er ist ein Ferkiner und er ist ein Leibwächter. Er kriegt auch die 20 von mir. Aber dann ist Schluss. In diesem Fall werde ich frei ausweichen. Ich weiß nicht, wie in dem Sturmangriff die Distanzklasse zum Tragen kommt.
Er hat eine Säbeldistanzklasse, okay. Genau. Ist dann eine 2er Erschwernis? Ist das nicht eine 4? Nee, es wird nur verdoppelt, wenn... Also ja, ist egal. Eine 1, von daher... Es wird nur verdoppelt, wenn beim gezielten Ausweichen. Aber da ich keine Aktion mehr habe, muss ich ihn freies machen. Genau. Gut, dann ist das der erste Sturmangriff gegen dich. Hier... Ich ziehe erst den ersten vor, der möchte gerne Iserun Sturmangriffen. Iserun hat einen Passierschlag. Von... Okay. Du standst, so, da, du standst eben da. Ja, nee. Ich möchte da jetzt hinlaufen. Ja, er läuft da hin und du hast Passierschlag. Alles klar. Ja, der sollte getroffen haben. Denk dran, dass der um 6 oder so geschnellt ist. Ja, ja, okay. Ich habe eine 19. Ich bin dafür auf 13 Punkten übertrifft, man namenlos gewartet nicht. Da ist eine 11 bei rumgekommen. Du hast auch noch eine zweite freie Aktion, ne? Dann kommt nämlich der zweite Sturmangriff auf dich. Und ich zweimal schreien, oder? Die sind. Nee. Du kannst da nicht ran. Schau. Diese Runde wurde gerade zweimal gesturmangrifft. Also. Versucht. Shadow, ja genau, da wo deine ehemalige Iserun stand, genau. So stehen wir das vor. Ein Flammenschwert. Jawohl, 28. Hast du das schon aktiviert? Okay. Ja, das hat schon aktiviert. Beschreibst du mir die Situation? Team aber stolz. Ja, nachdem der eine an ihr vorbei gewuscht ist, wollte Iserun, also sie hat ihn dann mit dem Flammenschwert getroffen, wollte gerade das Schwert wieder zurückbringen in die Ausgangsposition, da rannte der Nächste da herbei und rannte so in die Klinge, dass er sich in der Mitte selbst zerteilte. Trefferzone? Der Geruch von... Sag jetzt nicht Kopf. Den Raum. Echtes Problem. Nein. Theorie aufgetrennt. Ecken zur Seite geklappt. So, dann waren das alle 4 Kina Sturmangriffe. Die Gäste sind zurückgewichen. Der ist ohnmächtig oder so. Der ist schon tot. Und der andere hat eine Flöte rausgeholt und fängt jetzt an zu pusten. Nächste Kampfrunde. Ich bin dran. Okay. Vorziehen. Ja, ich würde auch gern vorziehen. Ja. Vorziehen. Ja, vorziehen. Hinweis von mir, er fängt an zu flöten. Ja, der kriegt gleich. Aber richtig. Ich will sie kaputt haben. Ja, Sturmangriff? Nö, habe ich nicht. Rapier. Ich habe nur mal meins, denn das geht schnell. Ich mache den Bogen zu Ende fertig. Ich mache wieder, wie heißt das, gezielten Stich. Archophaxius, halbierte Zauberdauer, 2 Würfel einsetzen. Gut, wir fangen an mit Keras. Keras hat die höchste Aktion. Aktion Position, Stich zu, Wunschwelle -2. Schaden. Denkt dran, dass ein 4 Schwert ist, wenn du gelaufen bist. Alter Junge, du würfelst auch gut. 24, 12, ja, in den Schwertarm. Es ist nur eine Wunde. Ja, und die Autowunde. Und die Autowunde, danke. Der gezielte Stich ja komplett scheiße. Und an die gesenkte Wunschwelle hast du gedacht, ja? Ja. Ach komm, das ist die dritte Wunde. Ja, ist okay. Er hat keine Konzil von 14, da hat sie nicht. Ah, dritte Wunde. Keras ist fertig. Dann wollte ich weiter vorziehen, Mendarion. Du lädst nach, Fragezeichen? Ich mache meinen Bogen endlich fertig von der Schulter. Mhm. 2 Aktionen, das ist jetzt fertig. Und dann habe ich noch eine Aktion, mit der muss ich mich positionieren. Weil du eben frei ausgewichen bist. Weil ich frei ausgewichen bin. Gut. Und dass hier nicht mein Speer ist, mit dem ich das for free darf. Ja, okay, gut. Dann bist du durch. Iserun dürfte vorziehen, wenn sie möchte. Ja, das möchte ich gerne. Ich muss gerade mal die Distanz abchecken. Sind 3 Meter. Kann ich das mit 2 freien Aktionen Schritt machen? Oh. Deine Inni ist... 1, 2, nee. Also du kannst einen Sturm an. Habe ich hier schon eine Botschaft vorbereitet. Deine Inni ist über 21, das heißt du hast 3 freie Aktionen. Das ist korrekt. Wieso soll die über 21? Nee, sie ist 20. Über 20, sorry, ja. Du bekommst über 20 die... Bei 21 kriegst du die nächste, oder nicht? Oh. Bei 21 kriegst du die nächste. Ich glaube, jetzt hast du mich. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Geh da hin und hau die um. Okay. Ja, komm. Aktion Position. Ich geh zu ihr. Genau, und in der nächsten hau ich sie fertig aus. Gut. Ja, geh nochmal vor ihr dran. Kannst du ja noch machen. Stimmt. Die ist ja im Moment auf gar nichts. Die ist auf gar nichts. Nuller-Uni. Okay, Wuchtschlag 4. Ach was, Wuchtschlag 5. Die ist boah, blind, die Frau. Kosten. Ja. Oh. Ich kann trotzdem scheiße würfeln. Ach, ich bin dumm. Schaden. 10, ja. 18. 10. 1, 2 Wunden. Würfel ich die Selbstüberraschungsprobe? Ich würfel die.
Möchtest du eine Trefferzone oder ist es egal? Lass mal machen. Sie bleibt stehen. Rechtes Bein? Mhm. Sie nimmt ein Flammenschwert und reibt sie sich noch tiefer in die Wunde. Okay, krasse Bitch. Dann ist Iserun durch. Abel mir da vorziehen, wenn er möchte. Kann ich mich in diese Position... In welche? Sie hier, ohne einen Passierschlag zu bekommen? Nein. Er ist geblitzt. Da haben Sie einen Passierschlag? Sie haben noch Feier. Sie sind bei 0, das heißt, Sie haben keine freien... Eine freie Aktion? Verliert man seine freien Aktionen bei 0? Ich weiß es nicht. Ich würde denen eine freie Aktion geben. Ich schaue also mal. Das ist ein Angriff plus 8, jetzt nimm ihn. Bekomme ich dann... Mach es doch mal spannend. Ich frage erstmal nur. Ja, also du kriegst einen Passierschlag. Dann mache ich das nämlich nicht, dann greife ich den hier vor mir an. Den Shakina, ja. Den genau. Was? Mit einem plus 5 Wuchtschlag. Do it. Das ist getroffen. Schaden. Und zwar 14. In den Schildarm. Ja. 14. Die haben eine Rüstung an. Nee, ist noch keine Wunde. Noch keine Wunde. Nicht mit Rüstung. Gut. Er ist ein Krieger. So, warte mal. Doch. Was haben die für eine Rüstung? 4. 4 Rüstung, dann ziehen wir von den 14 10 ab mit Eisern. Nee, ist keine Wunde. So, das war Abelmir. Eine Aktion hättest du noch. Für die Parade bräuchte ich denn. Gut, das heißt, du willst parieren. Rafim. Sei zu sterben, mein Freund. Ich würfel mal für den dicken Gast, ob der. Der liegt am Boden. Ich dachte, der ist oben. Ja, du hast recht. Hat eigentlich eine gute. Eigentlich hat er eine gute Selbstbeherrschungsprobe gewürfelt. Gut. Willst also soll er nicht Passier schlagen mit seiner Faust? Das ist mir ziemlich wurscht. Und er liegt am Boden, ne? Hallo, was du mit dem gemacht hast. Ich mach mal einen Passierschlag. Alles klar. der Mann ist dick, selbst. Der kann nicht mehr so. Ich mach mal einen 8er Wuchtschlag. Wir lassen jetzt hier mal ein bisschen knallen. Ah, so stehe ich mir. Sauber. 8er Wuchtschlag, Schaden. 24. Gar nicht so viel. Rechte Ballen, die Hut. Wann sie musst du erstmal stehen bleiben? 24, das sind. Sind das schon 3 Wunden? Kommt auf. Das ist eine gute Selbstbeherrschungsprobe. Kann das seine Wunsch an. Konstitution 13. Dann hat er bei der 13 plus 7 ist 20, ist die dritte Wunde. Das sind 3 Wunden. Was gibt denn 3 Wunden für eine Erschwernis? Ich hab's nie im Kopf. Ich würfel nochmal die zweite, ob er die Wunde ignoriert. Er ignoriert die Wunde nicht. Wunden ignorieren ist. Aber er bleibt im Kampf. Mal sehen. Das ist traurig. Was hast du? Trefferzone? Schwertarm? Rechtes Bein. Rechtes Bein. Dann kann er flöten. Willst du die Trefferzone neu würfeln? Warte mal, ich überleg gerade. Das, wie viel Erschwernis hat er darauf, stehen zu bleiben? Auf stehen bleiben, Schaden über Wundschwelle. Auf seiner ersten Wundschwelle? Ja, auf seiner ersten Wundschwelle. Der hat 3 Wunden gekriegt. Geht nicht um die Anzahl der Wunden, sondern um den Schaden über der ersten. Okay, ja, dann möchte ich, dass er seine Selbstbeherrschung nochmal neu wirkt. Die erste, alles klar. Ja. Die war nämlich ziemlich gut. Das ist weniger gut. Die ist immer noch ziemlich gut. Die ist immer noch ziemlich gut. Gut, aber was ist seine erste Wundschwelle, ist die Frage. Ich hatte gesagt, eine Konstitution von 14 und ich gebe ihm auch Eisern, weil er ein. 9, dann hat er eine 15er Erschwernis da drauf. Ja. Kommt drauf, ich weiß nicht, wie gut die da drin sind, aber könnte ich vielleicht. Gib mir noch jemanden, Chippy, dann fängt er nicht an zu flöten. Aber ja, Chippy. Gut, alles klar. Dann fängt er nicht an zu flöten, sondern er fällt um. Einfach, weil Selbstbeherrschungsprobe nicht geschafft. Gut. Dann ist Rafim durch. Ich bin. Ich wollte ja auch vorziehen, genau. Ich würde gerne einen verkürzten Archifaxios machen, mit 3 Würfeln auf den Fakida, den ich vor dir habe. 3 Würfel nur? Ja. Willst du ihn nur umhauen, sei doch ehrlich. Genau. Letztlich geht es darum. Also, dieses Powergaming. Ah, wieso? Sei froh, dass er nicht nur einen Würfel ansagt. Ja. Moment, und 3. Ja, meine Initiative von 0. Der Arme. Keine Wunde, er fällt um. Beziehungsweise er kann auch eine Körperbeschwörungsprobe machen, ne? Genau, kann er machen. Plus?
Plus pro 5 Schadenspunkte, die angerichtet worden sind. Ja, bleibt stehen. Plus 1. Ja, bleibt stehen mit einer 3. Okay, das ist in Ordnung. Sehr gut, jetzt darf ich zuhauen. Ich ignoriere mal sie, ich ignoriere sie. Ich habe hier noch 1, 2, 3, 4. Ach, du, Boltax wurde gerade hier mit seinem Dolch. Dann schlage ich mal Boltax. Immer noch blind. Ja. 15. Oh, umgewandelt. Was haben wir gesagt? Wir haben ihm eine 20 gegeben, ne? Ja, würde er treffen. Echt? Wieso? Der kriegt auch noch Erschwernis. Ach, Erschwernis. Ja, er wurde von Mendarion geblitzt. Wie viel war das? 3. Auf der schafft er nicht. Ja, hat ihm eine 20. Nee, okay. Nee, dann ist es richtig. Schade. Dann abel mir. 13 brauchst du. 4, das wäre getroffen, aber du hast die Parade aufgehoben. Ich parade gerade zu malen. Gelungen, ist einfach gelungen, ne? DKN, ja, passt. Dann kommt dein Säbel auf Mendarion, der seinen Bogen genommen hat. 2. Ist gut. Mhm. Ich könnte vorher ausweichen, aber da ist keine Ansage drin, ich nehme den Schaden einfach. Dann nimmst du den Schaden von einem bösen Ferkinar. Ein Säbel hat normalerweise 1W6 plus 3. Plus 3. Genau, dann sind wir bei 7. Irgendwie im einen für TPKK sind wir bei 8. Genau, machen wir 8. Und du merkst einen ekelhaften Schmerz an der Wunde. Mhm. Dann haben wir noch einen weiteren, der hier steht. Was macht der? Der wollte eigentlich zu Isorun. Der steht ja schon bei Isorun. Ah, steht an der Wand. Nee, also er sieht halt nichts im Moment. Er hatte aber mit da. Ah, ja, stimmt. Er hört halt auch nichts, ne? Also wenn er jetzt noch was hören würde. Ich gebe mir mal. Da ist ein Körper neben ihm. Ich versuche mal gegen Mendarion. Ich gebe mir nochmal zusätzlich eine. Ich würfel einfach mal ein W20. Vielleicht trifft er ihn ja. 14, nein. Torkelt umher, schlägt hier wild umher und trifft niemanden. Dann ist die Kampfrunde durch. Nächste Kampfrunde. Wollt ihr vorsehen? 14. Hm? Geras fängt an. Geras tot. Geras ist tot. Diese Runde zieht vor. Ja, ich ziehe vor. Muss gut. Ich würfeln oder? Cool. Dicker Gast, Rafim, ziehst du vor? Ja, ich mach den hier tot. Ja, gut. Würfel deinen Angriff. Schaden brauchst du nicht, ich will nur den Angriff haben. Ja, ich brauche aber einen 5er Wuchtschlag, also muss ich. Ich glaube, du triffst doch die 19, ne? Ja, alles klar. Das ist richtig. Tot. Dann haben wir den dicken Gast noch, der lebt noch. So, Mendarion. Ich habe schon 2 Pfeile in der Hand. Er legt die auf den Bogen, zieht zurück und ballert den Typen vor mir direkt. Doppelschuss. Weiß jemand, was im Fernkampf Erschwernis für Kopf ist mit Meisterschütze? Ja, ich gucke gerade an, ich versuche die Zeit zu überbrücken. Eine 10 das Auge. Gib dir mal eine plus 8. Ich will halt, guck halt, ob es überhaupt nötig ist zu rechnen. Das ist eine gute Idee. Es ist um 6 erschwert, Doppelschuss. Gucken wir uns das mal an, das ist die 7. Müssen wir nicht rechnen. Ja, müssen wir nicht rechnen. Ich mache einfach 2-mal Schaden, da kommt jeweils noch plus 3 drauf, weil wir auf minimaler Entfernung sind. Kopf das sind nur plus 13. Das Silenzium ist echt stark, ne? Ja. In der Kombi ist das krass, finde ich. Denk an die gesenkte Wundschwelle. Ja. Das riecht mich jetzt nicht, keine Lust. Wir haben ihnen ihre Sprache genommen, wir haben ihnen ihre Sicht halb genommen. Ja, und weil ich an dieser Fischer bin. Rafim ist durch, aber mir muss noch. Ja, ich wollte noch offen, ich habe plus 5 mal Wuchtschlag nehmen. Dann. Ziehen wir wieder 4er Rüstung ab. Boltax. Ja, ich mache das gleiche wie eben. Ich versuche ihn wieder umzuwerfen. Natürlich wieder mit 3 und verkürzt. Ich würfe schon mal die Körperbeherrschungsprobe. Ja. Kraft. Schaden. Oh, ja. Ist besser. Ein 2er Schwert. 20, alles klar. Ich glaube, wir können an der Stelle den Kampf abbrechen. Ja. Beschreib nochmal bitte die gesamte Situation. Gerade eben läuft die Wand von Boltax nach oben. Erzbrocken, die sich vor der Tür bilden. Die Gäste starren euch erstaunt an. Betrachten die Belgelel-Paktiererin neben Kiaras. Und dann bricht das Chaos aus. Bevor sie sich versehen konnten, sind sie auch alle schon blind. Wir stürmen geeint fast schon nach vorne, einfach an den Fakinas vorbei, die
versuchen irgendwie ihre Meister zu retten und einer nach dem anderen von den widerlichen Paktierern wird einfach niedergestochen. Da, wo sie stehen, ohne dass sie sich wehren können, so wie es sich gehört. Kurz noch brandet Lautstärke auf, doch dann wird es still. Perkina stürmen noch einmal los, doch werden abgefangen, laufen ins Leere. Ein trifft ein Zauber, der nächste blind, orkelt umher. Und so gehen alle langsam zugrunde. Die blinden und wild um sich schlagenden Leibwächter stürmen auf die gerade noch zaubernden Magier ein, hacken geblendet vor sich hin. Ihr Säbel treffen größtenteils nicht ihr Ziel, bevor sie dann in einer unterlegenen Position, wie sie sind, niedergemacht werden. Es vergeht keine Minute und von den Paktierern lebt niemand mehr. Im allerletzten Aufschrei stürmt Rafin nach vorne, einer Lektion, teuer gelernt, damals noch in Aranien. Mach erst die Arschlöcher fertig, die nicht so aussehen, als wären sie Krieger. Hatte sich erst auf den einen dicken Mann gestürzt, den mit einem Schlag gefällt und dann endgültig diesen anderen komischen Flötenspieler da um seinen Kopf erleichtert. Als er sich dann umgeschaut hat, hatte Mendarion auch schon den ersten beiden Fekinas den Pfeil im Kopf gehauen. Das Blut sickert quer durch den Raum, fängt sich in den Bodenrillen der Holzdielen und färbt den dunklen Boden noch dunkler. Leichte Dämpfe steigen von dem erwärmten Boden auf und hüllen den Raum in einen merkwürdigen dunkelroten Glanz. Kupfergeruch hängt in der Luft. Und die Knochenflöte des Paktierers, des namenlosen Geweihten, liegt inmitten dieser Blutlache. Die Horusloge wart nicht mehr. Was auch immer ihr finsterer Trieb war, was auch immer sie dazu antrieb, nicht nur Selindian Hal zu verpesten, sondern nun auch Timur, Aldare und den kleinen Kadan Horas. Vielleicht haben sie ihre Ränke schon gespielt, aber Zukunft werden sie nichts mehr tun. Ihr könnt unten den Gotongi zurück in die Niederhöllen schicken und die Feiernden nach und nach nach Hause schicken. Es wurde viel Alkohol getrunken, viele Drogen, die zu sich genommen wurden, viele Ekstasen, die hier in dieser Hacienda gefeiert worden sind. Einige adlige Punenza, die dann hier eingetroffen sind, aber unter der Maske konnten sie nicht wirklich identifiziert werden. Aber es sind dann auch nur wenige kleine profane Vergehen. Wirklich heretisch oder gotteslästerlich waren nur diejenigen, die oben waren. Und so wart ihr ein weiteres Mal siegreich. Ganz am Ende würde ich auch vorschlagen, dass wir das Haus niederbrennen. Was machen wir mit der Paktieren eigentlich? Dass sie erstmal eine Zauberfall. Ich nehme nicht mit. Was machen wir mit der? Und dann kniet sich die Mitte hin und ihr wollt eine Paktiererin mitnehmen? Ja. Warum? Und ich gehe auf sie zu. Nun, du wolltest deine Seele retten. Jetzt gebe ich dir diese Chance.